Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, ein Shortcut, wie Sie mehrere Instanzen eines Programms oder halt mehrere Fenster öffnen können von einem Programm über die Taskleiste, denn mit der ganz normalen Maustaste ist das jetzt ein bisschen umständlich. Ich öffne hier einfach mal den Explorer, ich will noch ein zweites Explorer-Fenster öffnen, geht aber jetzt so halt nicht. Das gleiche auch mit jedem anderen Programm, das sich in der Taskleiste befindet. Firefox geöffnet, den zweiten Firefox, den kann ich so aber nicht mehr öffnen, denn ich schließe einfach das entsprechende Fenster. Beziehungsweise minimiere das Fenster, wenn ich immer wieder auf das Icon klicke. So, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, jetzt hier gezeigt am Explorer. Rechte Maustaste über dem Icon, dann haben wir hier nochmal Windows Explorer und schon haben wir das zweite Fenster offen. Für das Ganze gibt es auch einen Shortcut. Einfach die Umschalttaste oder die Shift-Taste gedrückt halten in dem Moment, wo ich da drauf klicke. Und dann bekomme ich direkt mein zweites Fenster. Ist also ganz einfach. Okay.